Stell dir vor, du stehst vor deinem Spiegel und merkst, dass sich deine Hautfarbe an manchen Stellen verändert. Auf einmal bilden sich weiße Flecken auf deinem Körper. Das passiert Menschen, die an Vitiligo leiden. Zwei berühmte Persönlichkeiten, die Vitiligo hatten bzw. haben, sind Michael Jackson und Winnie Harlow, ein kanadisches Model. Kennst du vielleicht noch mehr Menschen mit Vitiligo? Schreib's gerne mal in die Kommentare. Vitiligo ist eine chronische Hauterkrankung, bei der die Haut ihre normale Pigmentierung verliert. Dabei kommt es dazu, dass die Zellen, die für die Produktion von Melanin verantwortlich sind, angegriffen werden. Melanin ist der Farbstoff, der unsere Haut, Haare und Augen färbt. Die Folge sind unregelmäßige helle Flecken auf der Haut, die im Laufe der Zeit größer werden können. Vitiligo kann jeden Menschen betreffen, unabhängig von Geschlecht, Alter und Hautfarbe. Rund 1% der Menschen sind weltweit betroffen. Am häufigsten beginnt die Erkrankung im Kindes- und jungen Erwachsenenalter. Sie kann aber auch generell später im Leben auftreten. Die genaue Ursache ist leider noch nicht vollständig erforscht, aber man geht davon aus, dass das Immunsystem die eigenen Melanozyten, also die pigmentbildenden Zellen der Haut, angreift und zerstört. Wir nennen das dann Autoimmunerkrankung, bei der der Körper versehentlich eigene, gesunde Zellen schädigt, wobei man davon ausgeht, dass es bei der Erkrankung auch eine erbliche Veranlagung gibt. Es ist übrigens nicht selten, dass Menschen mit Vitiligo auch andere Autoimmunerkrankungen haben, wie zum Beispiel Morbus Basedow. Davon hast du vielleicht schon mal gehört, da wird nämlich die Schilddrüse angegriffen. Die Flecken können überall am Körper auftreten, kommen aber besonders oft an den Stellen vor, die besonders sichtbar sind, wie zum Beispiel Gesicht, Hände, Arme und Füße. In manchen Fällen können auch die Schleimhäute oder sogar die Augen betroffen sein. Oft kommt es an den Stellen des Körpers zu den hellen Flecken, die zum Beispiel durch Reibung oder Druck mechanisch mehr gereizt werden. Also an Stellen wie den Mundwinkeln, Ellenbogen, Knien, Finger und so weiter. Es gibt verschiedene Arten von Vitiligo, wobei sich die Symptome oft schrittweise entwickeln. Bei der generalisierten Form sind die Flecken am Anfang oft klein und isoliert, können dann aber eben mit der Zeit größer werden, miteinander verschmelzen und sich vermehren. Bei der fokalen Form sind die weißen Flecken auf einen begrenzten Bereich beschränkt, während bei der universellen Form der Großteil der Körperfläche nicht mehr pigmentiert ist. Insgesamt verläuft keine Vitiligo gleich und kann bei jedem anders aussehen. Diagnostiziert wird die Erkrankung durch eine Kombination aus Anamnese und vor allem klinischer Untersuchungen. DermatologInnen untersuchen die Haut und beurteilen die Art und die Verteilung der Flecken. Eine spezielle Untersuchungsmethode ist die Wood-Lampe, die bestimmte UVA-Strahlen erzeugt. Die betroffenen Hautpartien leuchten unter dieser Lampe blau-weißlich, wodurch die Diagnose bestätigt werden kann. Aber nicht muss. Wenn man sich dann noch unsicher ist, kann man zur Bestätigung der Diagnose auch Hautproben entnehmen und die dann untersuchen lassen. Obwohl es im Moment noch keine Heilung für Vitiligo gibt, gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Das Ziel ist, die betroffenen Stellen wieder zu repigmentieren bzw. vorzubeugen, dass noch mehr Pigmente verloren gehen. Spezielle Cremes, die an den betroffenen Stellen das Immunsystem runterregulieren, können helfen, besonders wenn die Erkrankung noch in einem frühen Stadium ist. An spezialisierten Hautkliniken kann man aber auch mit UV-Licht arbeiten, um die Pigmentierung in den betroffenen Bereichen wieder zu stimulieren. Bei stark ausgeprägten Formen kann man theoretisch die restlichen noch pigmentierten Stellen aufhellen, um die Hautfarbe anzugleichen, wenn man das denn möchte. Dazu muss man aber wissen, dass das Ganze nicht mehr rückgängig zu machen ist und die Haut sehr empfindlich für Sonnenlicht wird. Grundsätzlich sind unpigmentierte Stellen am Körper sehr empfindlich gegenüber UV-Strahlung. Deswegen ist es wichtig, dass du besonders an diesen Stellen darauf achtest, dass du deinen Sonnenschutz nicht vergisst. Vitiligo ist nicht ansteckend und verursacht keine Schmerzen. Ein ganz wichtiger Punkt bei der Erkrankung sind aber vor allem die psychischen Auswirkungen. Die hellen Hautflecken können zu Unsicherheit, Scham und sozialer Isolation führen, weil sich Betroffene oft nicht den Blicken anderer Menschen aussetzen möchten. Wenn dich die Erkrankung als betroffene Person belastet, ist es wichtig, dass du Unterstützung bekommst. Zum Beispiel durch psychologische Beratungen, bestimmte Organisationen und auch in deinem sozialen Umfeld. Eine Organisation, wo du Unterstützung findest, ist zum Beispiel der Deutsche Vitiligo Bund. Wir, die nicht betroffen sind, sollten uns aus meiner Sicht selber informieren und Leute auf das Thema aufmerksam machen, um Vorurteile abzubauen und mehr Bewusstsein für die Erkrankung zu schaffen. Jeder Fleck auf deiner Haut erzählt eine eigene Geschichte und macht dich einzigartig. Sei stolz darauf, dass du einzigartig bist. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne den Kanal und bleib neugierig. Bis zum nächsten Mal.